Ich würde mich selbst wählen, aber dafür nehme ich ja natürlich auch einander. Viele, viele Jahre auf Nationalmannschaft zusammen mit ihm gespielt und eine sehr, 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 sehr gute und respektvolle Zusammenarbeit. Ja, ich bin Hans Lindberg. Ich bin Rechtsaußen seit vielen Jahren in der Bundesliga. Spiele jetzt momentan für Füchse Berlin. Und heute darf ich mal den Ehre haben, meinen Traumsieben zu vorstellen. Ich freue mich sehr, dass viele vorher mich schon gewählt hat. Und jetzt kann ich mal meine Sieben geben. War eine schwere Wahl, aber am Ende steht jetzt Niklas Landin im Tor. Viele, viele Jahre mit ihm gespielt auf der Nationalmannschaft. Und er hat ja auch die letzten viele Jahre in der Bundesliga gespielt und ist einer, wenn nicht der weltbeste Torhüter. Momentan. Es war eine schwere Wahl zwischen ihm und ich würde sagen auch Johannes Bitter. Auch viele Erlebnisse mit Johannes gehabt in Hamburger Zeiten. Aber am Ende muss ich mal wählen und da habe ich Niklas Landin gewählt. Ich habe mit so vielen unfassbar guten Linksaußen gespielt, beide auf Team und auf Nationalmannschaft. Am Ende muss ich mal eine wählen und bei mir habe ich dann mich entschieden für Lars Christiansen. Ich kann mal viele nennen, da waren so viele, da waren ja Nikola Jakobsen, da ist ja Anna Seckert. Hier in Berlin an Bjarke Elison, der jetzt in Lemgo spielt. Thorsten Janssen von Hamburger Zeiten auch. Aber das, was Lars auf die Platte gebracht hat, war schon beeindruckend. Konnte ja von jeder Winkel den Ball reinschießen und einfach ein Typ, der immer gute Laune gebracht hat. Auf meine halblinke Position ein uralter Freund und mein alter Nachbar Pascal Hens von Hamburg gewählt. Die ersten Jahre, wo ich in Hamburg mit ihm gespielt habe, hat er ein Niveau, also zwar unfassbar. Er war auch Kapitän für die deutsche Nationalmannschaft und ein sehr, sehr guter Freund und ist immer noch ein guter Freund. Von daher geht die Position an Pascal. Da gehen wir auch wieder zurück zum HSV-Zeit. Das ist vielleicht einer meiner sichersten Kandidaten in Domagoj Duvnjak. Auch einer, der kandidieren soll zum Welthandball jedes Jahr. Er ist so komplett, kann ja alle Positionen in der Abwehr decken und sogar auf ein unfassbar hohes Niveau. Vorne in jeder Phase, auch in zweiter Welle, in jeder Phase ist er einfach unfassbar. Und ein Leistungsträger und immer einer, man den Ball geben kann in entscheidenden Situationen. Von daher war das vielleicht die einfachste Wahl. Ist ja auch ein HSV-Spieler. Da waren ja auch viele Kandidaten. Da gibt es ja auch einen Fabi Wiede hier in Berlin, der auch ein sehr, sehr hohes Niveau hat. Aber man musste eine wählen und die geht zum Marcin Jelski, der auch für mich komplett war, konnte eigentlich alles schießen, Bälle spielen im Außen, mal guten Abwehr, mal lustig außerhalb dem Feld. Das war ja auch schwer. Da waren ja auch ein Kunst in Jung, der lange dominiert hat in der Bundesliga. Ich habe die Ehre gehabt, mit ihm die letzten paar Jahre zu spielen. Aber Marcin Jelski ist mein Wahl am Ende. Ich würde mich selbst wählen, aber dafür nehme ich ja natürlich auch einander. Viele, viele Jahre auf Nationalmannschaft zusammen mit ihm gespielt und eine sehr, 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 sehr gute und respektvolle Zusammenarbeit mit Lasse Schwann. Viele haben immer gefragt über die Konkurrenz zwischen uns und natürlich, da gibt es ja Konkurrenz, jeder möchte ja gern spielen, aber da war immer ein respektvoller Ton zwischen uns und war eigentlich nie schlechte Laune zwischen uns, war eigentlich immer beidseitig so hilfreich. Wenn man konnte, wenn der eine gespielt hat, hat der andere dafür getragen, dass er gut gespielt hat und andersrum auch. Bevor ich zum Hamburg kam, war er schon einer meiner, ich will nicht sagen Idole, aber einer der Spieler, wo ich sage, er gibt schon Gas und zeigt, was richtig gut ist und das ist natürlich Bertrand Schill. Ein top, top, top Typ und geiler Spieler, der immer alles gegeben hat. Das war beeindruckend, mit ihm zusammenzuspielen und habe ich einen großen Respekt vor, was er geleistet hat. Von daher nehme ich Bertrand Schill auf Kreis.